Hi, willkommen bei eTrodo. Ihr wolltet vielleicht schon immer mal eine Sitzauflagenmassage haben. Dann ist vielleicht die Medisana MC825 die richtige für euch. Die stelle ich jetzt euch heute einmal vor, um zu gucken, Mensch, vielleicht ist diese Massagenauflage das Passende für euch. Shiatsu, so wirbt damit Medisana. Aber was haben wir denn jetzt hier? Wie funktioniert das? Was mir erstmal positiv auffällt, sie riecht kaum. Also es ist ja wirklich so, dass man manche Produkte auspackt und 3 Tage liegen lassen muss, bis die erst einmal so abdampfen. Das hat man hier gar nicht. Also die kann man sofort benutzen. Wir haben hier oben einen Bereich für den Nacken- und Schulterbereich. Kugeln, die sich bewegen. Und wir haben hier 3 Zonen. Und dazu haben wir hier noch so Luftpolster, die sich dann aufpumpen. Ja, und dann von der Seite noch reindrücken. Und dazu haben wir hier noch die Sitzauflage. Wir haben hier hinten, sieht man noch, hier sind Transportschrauben, die müssen noch gelöst werden vor dem erstmaligen Gebrauch. Und man sieht auch, hier ist alles dabei, damit das so auch man selbst machen kann. Wir haben hier oben noch einen Drehknopf, hier kann man dann drehen und den Nackenbereich verstellen. Die maximale Größe würde ich so mit 1,90 einschätzen, weil die Kugeln dann nicht mehr höher kommen. Sondern man hätte vielleicht einen sehr kurzen Hals, dann könnte das noch funktionieren. Also ich würde sagen, so für die Leute, die 2 Meter sind, kann man mal ausprobieren. Aber ich glaube, das wird dann eher nichts für euch. Eine Sache, die mir noch gefällt, ist der Kopfbezug hier mit dem Reißverschluss. Ist abnehmbar und waschbar, das ist wichtig, bis 30 Grad, weil Polyester. Und man muss noch sagen, die Massage läuft maximal 15 Minuten. Dann muss man wieder bestätigen, dass sie dann wieder läuft. Das heißt, wenn man hier vielleicht auch mal drauf einschläft, ist jetzt nicht so, dass sie dann hier 5 Stunden durchgängig weiter massiert. Die drückt schon richtig rein. Hier unten muss man ein bisschen ran drücken mit dem Unterrücken, damit hier auch unten wirklich alles hinten ankommt. Aber gerade der obere Bereich und hier, da wird man schon richtig durchgeknetet. Gefällt mir persönlich besser, als wenn es zu wenig ist. Weil so kann man mit dem Rücken eher nochmal den Druck selbst regulieren. Also eine etwas stärkere Massage. Auch von der Bedienung super einfach. Wir haben hier eine Kabelfernbedienung. Wir können hier Hitze ein- und ausstellen. Dann haben wir hier einen Demo-Knopf. Da wird einfach einmal alle Bereiche gezeigt. Dann haben wir können also wirklich jeden Bereich hier einfach einzeln ansteuern. Wir können den Nacken machen. Wir können die Shiatsu-Massage, den oberen Bereich nur hier machen. Wir können Full, das heißt, Full bedeutet im Fall der ganze Rückenbereich, kann man ein- und ausschalten. Wir können den unteren Bereich, den Lower-Bereich ein- und ausschalten. Spots, dann können wir mehrmals draufdrücken und dann werden die verschiedenen Bereiche einzeln angewählt und ausgemacht. Und wir können hier Air Pressure, können wir dann in 3 Stufen die Seitenteile eben nochmal regulieren. Wir haben die Transportschrauben gelöst beim erstmaligen Gebrauch. Diese Schrauben bitte einfach wegwerfen. Die brauchen wir nicht mehr, denn hier bitte keine Schrauben mehr reinmachen. Das könnte das Gerät beschädigen. Wir können das Gerät ohne Probleme auch so transportieren. Da passiert gar nichts. Hier liegt auch ein großer Sack bei. Ja, da können wir die auch einpacken und dann zum Beispiel mitnehmen irgendwo hin, wo auch immer wir möchten. Jetzt sehen wir auch, wie die Flügel zugehen, wie die Luft sich hier reinpresst. Die oberen Kugeln sich bewegen und ihr seht auch hier, wie rot das wird und wir den roten Bereich hier haben, also die Wärme. Ich mache mal den Gurt hier ab, sehe ich gerade. Also wir haben hier einmal alles festgemacht. Wir haben hier hinten das Band mit Klettverschluss, sind hier also auch flexibel mit den Stühlen. Und wenn wir hier oben noch eine Kopfstütze hätten, wie zum Beispiel bei einem Autositz, könnten wir das hier noch drum machen. Wir können hier das Rad rausziehen. Und dann kann man sehen, kann man hier die Kugeln verstellen, je nachdem, was für eine Größe man hat. Wie gesagt, bis 1,90 und dann geht es halt leider nicht mehr höher. Und um euch das einmal zu zeigen, wir können hier anmachen, wie gesagt. Und dann können wir hier letztendlich schon alles anmachen. Erstmal den Nacken, fährt hier auch wirklich schön lang von oben nach unten. Wenn man ein bisschen mehr die Schultern haben will, dann kann man die Kugeln eben auch noch hier an der Seite dann runterstellen. Dann drücke ich hier auf Full. Dann fangen alle 3 Regionen an, von unten nach oben zu massieren. Oder aber ich mache nur Upper, dass hier der obere Bereich ist. Mein persönliches Highlight ist halt der Air Pressure hier an der Seite.
wird dann auch ein bisschen lauter. Ich finde Air Pressure 3 ist schon wirklich sehr kräftig, drückt schon wirklich sehr gut zusammen. Wenn man etwas fülliger ist, dann ist 3 auf jeden Fall schon zu viel. Aber man muss sagen, es ist halt eine wirklich sehr, sehr starke Massage. Und das Gute ist, ich kann halt selbst mit dem Rücken jetzt ein bisschen regeln vom Druck, weil den Druck als solches können wir hier nicht einstellen. Also es ist immer die stärkste Einstellung. Jetzt habe ich mal noch die Hitze angemacht. Die Hitze ist nicht hier oben. Ja, und das Wichtige ist, wenn ihr hier ganz unten machen wollt, dass ihr den Druck da wirklich spürt, dann müsst ihr hier nochmal richtig ranrutschen, ein bisschen gerader sitzen. Jetzt saß ich ja gerade sehr locker drin und jetzt ist das super angenehm, muss ich sagen. Gerade wenn man schöne Verspannung hat, so dicke Verspannung, das kriegt man hiermit auf jeden Fall sehr, sehr gut gelöst. Wenn euch dieses Produkt gefällt, dann guckt doch einfach mal bei uns vorbei, bei etrodo.de, ob wir die noch vorrätig haben dann. Gefällt mir grundsätzlich aber wirklich sehr gut. Wir haben natürlich noch viele, viele weitere Produkte online bei uns. Sonst gerne einfach mal bei uns hier im Laden vorbeikommen, bei etrodo in Bocholt und euch umgucken. Dort haben wir auch alles quasi von A bis Z über Hi-Fi-Produkte, Kaffeemaschinen, Waschmaschinen, ja, Audiobereich, Fernsehbereich, viele, viele Produkte. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen.